Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, ja, neuer Mod, neues Video. Und wieder stelle ich eine neue Karte vor. Aurora heißt das Ganze. Und das werden wir uns jetzt hier mal gemeinsam ein bisschen angucken. So, nicht wundern, dass ich jetzt einen Hut auf habe, denn ich komme gerade aus einem Stream. So, okay, es geht los. Okay, ich muss sagen, was mir gleich auffällt, ist, dass das Gamma zu tief ist. Also der Schatten, finde ich, ist zu schwarz. Also es ist schwer zu erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach, der Schatten ist zu schwarz. Na, ihr seht es schon. Jetzt waren das eben gerade irgendwelche krassen Farben. Also ich glaube, hier muss definitiv noch ein bisschen eingestellt werden. Die Sachen ploppen auch zu spät auf. Ah. Optisch. Wie gesagt, die ganzen Karten befinden sich immer so im Entwicklungsstadium. Ne? Es kann sein, dass ich dann später wieder was macht. Also immer wieder bitte aufs Datum achten. Ich glaube, das soll eine ziemlich große Karte sein. Mit verschiedenen Landschaften. Auch hier soll es Sumpfgebiete geben. Und was ist denn das jetzt gerade? Okay. Alter Vater, was ist denn jetzt los? Wunderwelt der Farben, oder was? Unser Dino hat gerade LSD geschluckt, so wie das aussieht. Alter Vater. Ja, also hier muss definitiv noch dran gefeilt werden. Das ist zu krass. Das ist einfach zu krass. Oder das hat was mit Aurora zu tun. Ich weiß es nicht. Also wenn ich mich da irgendwo... Will ich mich jetzt auch nicht falsch aus dem Fenster lehnen hier. Ist das gerade irgendwie deshalb diese komischen Farben sind hier? Ich will mal kurz zum Wasser hinlaufen. Irgendwie weiß ich nicht. Ich bin noch nicht so ganz warm mit der Karte. Auf jeden Fall ist die Größe okay, denke ich. Aber so richtig flashen tut sie mich noch nicht. Also grafisch kann man auf jeden Fall noch was machen. Da kann man noch was rausholen. Oh, der See ist ja riesig. Okay. Das ist cool. Jetzt wird es gerade Nacht. Wassertexturen. Klar, muss verbessert werden. War es das jetzt? Ist der echt so flach? Ich kann schon mal draus trinken. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Okay, es wird langsam doch tiefer, wenn man reingeht. Hier kann man noch mehr machen. Auch so die Bodentexturen hier, das gefällt mir alles noch nicht so. Nee, irgendwie flasht es mich nicht. Irgendwie nicht. Und wie gesagt, das ist echt zu schwarz. Da muss noch ein bisschen dran geschraubt werden. Ich denke aber mal, er ist auf einem guten Weg. Wenn man hier und da noch ein bisschen dran feilt, dann ist das in Ordnung. Auf jeden Fall schön groß. Was mir auch hier jetzt im Wald fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, sind so Hügel, Steine, sowas alles. Hier liegt viel zu viel Geäst rum. Hier fehlt der Rasen, fehlt. Und das sieht mir alles noch zu künstlich aus irgendwie. Und zu platt. Das ist echt zu platt. Ach, guck mal, hier ist Levelgrenze. Okay, alles klar. Alles klar. Aber ist trotzdem sehr, sehr platt. Okay, Nachtsicht hat auch keinen Sinn gerade mehr. Ist ja echt farbenmäßig wechselbar der Gefühle hier, ne, muss ich sagen. Jetzt wird es gerade richtig dunkel. Okay. Okay, die Sterne sehen nice aus. Das muss ich sagen. Die Sterne sehen echt nice aus. Aber hier, ihr seht, ich schalte gerade die ganze Zeit um zur Nachtsicht. Die hat absolut gar keine Funktion mehr. Die Sterne sehen cool aus. Aber hier an den Einstellungen muss dringend gearbeitet werden. Das sieht nicht so gut aus. Und jetzt ist auch schon wieder Tag. Okay, Tag-Nacht-Rhythmus. Weiß ich nicht, ob das so sein soll, dass das so schnell vonstatten geht. Ich sehe nämlich gerade gar nichts mehr. Absolut nichts. Haben wir wieder ein bisschen bewölkt. Okay. Jetzt warten wir nochmal kurz ab, bis es wieder hell wird. Das ist schon interessant. Und ich renne und renne und renne und renne. Und hier fehlt echt die Struktur im Boden. Ach, die Farben sind krass. Ich komme mir gerade echt vor, als wenn ich irgendwie so ein bisschen auf dem Trip bin. Krass. Scheiß. Hallo? Ich fange gleich an zu schielen, glaube ich.
Alter Vater, was ist denn hier kaputt? Naja. Gut, wir haben das Wasser gefunden. Wir haben jetzt hier den endlosen Wald, glaube ich. Es wird gerade wieder Tageslicht jetzt, glaube ich. Okay. Achso, da färbt sich der Himmel schon wieder um. Boah. Also das ist echt nicht mein Fall. Tut mir leid, das ist echt nicht mein Fall. Da gibt es krassere Maps, viel krassere. Aber wenn du das jetzt siehst, sieh es als positiv gemeinte Kritik, wirklich als positiv. Und häng dich nochmal richtig rein, hier kannst du noch was rausholen. Hier musst du am Mapping unbedingt noch was machen. Hau hier noch ein paar Schluchten rein, ein paar Täler. Lass den Tageswechsel nicht ganz so krass ausfallen und dann wird das auch was. So, ich denke, wenn euch die Karte gefallen hat, abonniert sie auf jeden Fall. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war ja Martin. Tschüss.